Sichtlich angespannt sitzen Samet Alpaydin und seine Assistenten im Sportgericht Moers bei Duisburg. Sie warten auf das Urteil der Richter. Am Wochenende war dieser Ascheplatz des TuS Asterlagen Schauplatz einer Hetzjagd. Es ging für die TuS gegen den Büdericher SV um den Aufstieg in die drittniedrigste Spielklasse, die Kreisliga A. Kurz vor dem Spielende beim Stand von 3:0 schmeißt der unparteiische Samet Alpaydin den Asterlager Kerim K. vom Platz. Der war 10 Minuten zuvor eingewechselt worden. Die zweite rote Karte für das Heimteam. Daraufhin schlägt der Spieler den Referee ins Gesicht. Sein Assistent wird ebenfalls vom Betreuer attackiert und zu Boden gebracht. Das Spiel wird abgebrochen. Beide Schiris müssen ins Krankenhaus. Die Polizei muss die Platzanlage abriegeln. Jetzt das Urteil. Das Sportgericht hat mehrjährige Strafen verhängt. So bekommt der betroffene Spieler 5,5 Jahre Spiel und ein Jahr Platzverbot. Der Betreuer entgeht nur knapp der Höchststrafe. Er darf 7 Jahre keine Vereinsfunktion mehr ausüben. Für Samet Alpaydin eine gerechte Strafe. Wichtig wäre jetzt, dass in die Sache auch Ruhe einkehrt. Dass auch wir Beteiligten, also in dem Fall die Opfer, auch zur Ruhe kommen und uns jetzt nach den turbulenten Tagen etwas entspannen können. Ob und wie wir uns auf dem Platz fühlen werden, das wird dann wahrscheinlich auch die Zeit zeigen. Die Richter verhängten dem Verein zusätzlich eine 900-Euro Geldstrafe. Das Entscheidende für mich ist, was jetzt noch gar nicht so zum Ausdruck gekommen ist, wie gehen beide Vereine jetzt auch in Zukunft mit Schiedsrichtern um? Denn es ist jetzt hier ein Spiel gewesen, ein Urteil, es sind 2 Schiedsrichter betroffen gewesen, aber das löst die Thematik nicht. Der Verein nahm am Ende die Strafe an und verkündete anschließend den Rauswurf des Spielers.